Ich habe da immer meine Schwierigkeiten mit gehabt mit dem Begriff, weil ich mich gefragt habe, was, also ist das eigentlich eine Revolution gewesen, was wir da erlebt haben? In einem Sinne war es das vielleicht, weil es ja ein Systemumsturz war, weil es einen Wechsel gegeben hat, der relativ schnell ging, der sehr drastisch auch gewesen ist. Aber ich habe mir unter einer Revolution eigentlich immer was anderes vorgestellt. Von daher habe ich da immer ein bisschen mit gefremdelt. Es ist für mich eine Zeit von ganz vielen Veränderungen, sowohl privat als auch gesellschaftlich gewesen. Und ja, von daher steht das für mich so für eine Umbruchsphase, wo ganz viel Neues passiert ist und ja, vieles auf alle Menschen eigentlich zugekommen ist, wo keiner so genau wusste, was kommt da eigentlich in kurzer Zeit. Und wie wird man das bewältigen? Also ich war 18. Für uns waren wichtig solche Dinge wie die Entwicklung, die aus der Sowjetunion kam, Glasnost, Perestroika, waren wichtige Begriffe, waren Dinge, die Hoffnung gemacht haben, die uns interessiert haben. Es gab einfach viel Interesse von unserer Seite an solchen Ideen und an der Frage, so wo kann das eigentlich hingehen? Und dann so mitten rein in diese Phase kam ja die ungarische Grenzöffnung, das änderte nochmal was. Auf einmal waren Leute nicht mehr da, die man kannte, Lehrer, auch Nachbarn. Wir haben, das weiß ich noch, dass wir im Herbst 89 in der Südstadtklinik als Abiturienten ausgeholfen haben auf Station, weil da einfach nicht mehr genug Pflegepersonal da gewesen ist und wir als junge Leute gesagt haben, ja, dann helfen wir da halt. Dann haben wir da irgendwie Dienste gemacht, obwohl wir alle nicht ausgebildet waren, aber es war halt sonst keiner da, der das machen konnte und dann haben wir da auch mitgeholfen. Aber das hat schon was verändert, also im Sinne von, wo geht das hin, was wird das für eine Entwicklung sein mit den Botschaftsbesetzungen, mit den vielen Menschen, die eigentlich aus dem Land wollten. Das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Ja, es war ja ein Alltagsthema sozusagen. Was wird denn jetzt aus der DDR? Wo soll denn das jetzt hier hingehen? Was ist sozusagen mit den alten Glaubenssätzen, mit den Dingen, die eigentlich uns als Überzeugungen rübergebracht worden sind? Steht man dazu noch oder denkt man, dass das eigentlich nicht mehr gilt? Hat man das vielleicht noch nie so ganz geglaubt? Also von jetzt auf gleich gab es auf einmal keine Lehrbücher mehr, weil die natürlich alle irgendeinen ideologischen Bezug hergestellt haben. Also vielleicht haben wir mit dem Mathebuch noch weitergearbeitet, das weiß ich nicht mehr genau. Aber es gab auf gar keinen Fall mehr ein Deutschlehrbuch. Und es gab auch, wenn ich das richtig weiß, auch für andere Dinge. Also Geschichte war natürlich auch sofort weg vom Fenster. Und dann gab es solche, ja, schnell aufgelegten Notlehrbücher, so, die weiß gar nicht, wie sie die so schnell gedruckt gekriegt haben, aber die waren, da waren dann ganz andere Texte drin, die Dinger waren viel dünner natürlich als alles, was vorher da war, und es waren andere, ja, es waren andere Inhalte, und wir hatten Lehrer und Lehrerinnen, die auch schon vorher sehr offen waren mit uns und die relativ wenig Angst davor hatten, dass das ihnen Probleme machen könnte. Aber das waren wenige. Die haben sich sehr schnell positioniert. Und wir hatten andere, die sich eher bedeckt gehalten haben, die, glaube ich, nichts falsch machen wollten, die vielleicht auch gemerkt haben, dass man sie jetzt anders anschaut, auch wir als Schüler sie anders anschauen, die sich unter Druck gefühlt haben. Manche hatten vielleicht auch Zukunftsangst. Das wird es gegeben haben. Aber ich glaube,
eigentlich kam keiner drum herum, sich auch sich ein Stück weit zu positionieren. Im Sinne von, sehe ich das als Chance, was da jetzt passiert, oder ist das für mich eine Riesenkatastrophe? Also ab Mitte Oktober oder Ende Oktober, ich kann das nicht mehr so ganz genau sagen, war ich bei diesen Donnerstagsdemonstrationen in Rostock mit dabei, also in der Marienkirche sich zu treffen, die Andacht mitzumachen und danach auch durch die Stadt zu ziehen als großer Zug. Wir waren mit vielen Schülern aus unserer Schule da und es war unter uns Freunden und Mitschülern, glaube ich, auch ganz normal, sozusagen dorthin zu gehen. Und das war aber genauso okay, wenn jemand sich dagegen entschieden hatte. Aber ich weiß, dass wir eben auch viele andere Dinge gemacht haben in der Zeit. Also, dass wir bei Lesungen waren, dass wir in Ausstellungen gewesen sind. Das waren nicht immer so Protestveranstaltungen. Aber ich war keiner, der jetzt aktiv nach einem neuen Projekt gesucht hätte oder gesagt hat, ich will eine Gruppe gründen oder eine Partei oder ich möchte mich irgendwo einbringen, wo es festgelegt ist. Das war für mich auch das Gute an diesen Demonstrationen, dass es nicht bedeutete, ich muss mich zu irgendeiner neuen Idee verpflichten, ich muss mich nicht gleich hinter eine neue Fahne stellen. Ich muss nicht gleich ein neues Abzeichen mir ans Revers heften, sondern ich kann erstmal für die Dinge einstehen, die mir wichtig sind. Also die Bedeutsamkeit dieses Ereignisses war, glaube ich, nicht für alle gleichermaßen klar. Am Anfang hieß das, ich kann jetzt irgendwie über die Grenze fahren. Und dass das bedeutet, das ganze Leben verändert sich. Alles, was man eigentlich kannte, wird sich vielleicht verändern. Es wird sich neu sortieren. Man wird sehen, was noch Bestand hat und was vielleicht auch keinen mehr hat. Das sickerte, glaube ich, erst mit der Zeit durch. Und trotzdem gab es, glaube ich, viele, die ganz viel Hoffnung hatten. Und die gehofft haben, dass es eine große Chance ist. Ich kann das nicht mehr so ganz genau auf den Punkt bringen, aber irgendwie schon im Zuge des Mauerfalls oder um diese Zeit herum und spätestens danach, denke ich, wurden die Stimmen immer lauter, die ja, nach Währungsunion, nach Wiedervereinigung gerufen haben. Vorher ging es um Reisefreiheit, um Meinungsfreiheit, um Pressefreiheit, um Menschenrechte und auf einmal ging es einem nicht kleinen Teil der Leute darum, ja, eigentlich aus der DDR rauszukommen oder mit der DDR abzuschließen. Wir, ich sag mal wir, also die Leute, die mir so nahe standen, wir wollten eigentlich eine andere DDR haben. Wir wollten eigentlich nicht dieses Land verlieren. Wir wollten eigentlich keine Wiedervereinigung. Also jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern eigentlich war die Idee zu gucken, kann man das anders machen? Und dass es auf einmal viele Menschen gab, die das nicht wollten, die eine ganz andere Position hatten, das hat aus meiner Sicht schon diese Demonstration auch verändert. Ich habe das nicht so gesehen. Also ich hätte jetzt nicht damit verknüpft, dass das Ende der Mauer auch das Ende der DDR ist. Das war für mich so nicht. Das Ende der Mauer war für mich das Ende von Beschränkung, von Unfreiheit, was Reisefreiheit anging. Und also ich war natürlich wahnsinnig überrascht. Also ich glaube, es gab auch wenig Leute, die da so eine prophetischen Visionen hatten, dass die das wirklich erwartet hätten. Und wie so viele habe ich auch gedacht, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Es hat echt einen Moment gebraucht, bis das so durchgesickert ist, dass diese Bilder, die man dann im Fernsehen gesehen hat, das war ja auch an einem Demonstrationsabend, wenn ich das noch richtig weiß, dass die scheinbar wirklich so passieren. Und im Nachgang,
weiß ich aber, dass mich das auch überfordert hat. Also, dass mich die Eindrücke überfordert haben, dass ich schon das Gefühl hatte, in ein anderes Land zu kommen, in dem ich mich nicht auskenne, wo ich nicht genau weiß, welche Spielregeln gelten. Ich fand es spannend, aber ich fand es auch anstrengend. Und es gab schon auch Befremden an manchen Stellen. Und es gab auch sowas bei mir, dass mich manches auch beschämt hat. Also wie meine Mitbürger meines Landes ja manchmal alles über Bord geworfen haben, was ihnen wichtig war, um sich sozusagen in den neu errungenen Freiheiten zu ahnen. Das war manchmal schwer auszuhalten auch. Es gab natürlich mehrere Momente so im Rückblick, wo man das Gefühl hatte, oha, hier läuft was, das hat es so noch nicht gegeben. Also die Bilder von der Leipziger Demo im Fernsehen zu sehen, war ein irres Gefühl. Das war unglaublich. Wenn Menschen anfangen, an den Gittern der Stasi Kerzen aufzustellen, die darauf zu träufeln und drauf zu kleben, und nichts passiert. Und man merkt, die wehren sich nicht und es passiert einfach nichts. Und es ist aber auch kein Angriff, sondern es ist erstmal ein Zeichen. Das waren wirklich so Momente, die sich so eingeprägt haben. Und da würde ich denken, sind große Sachen passiert. Also was Mauerfall erstmal für mich bedeutet hat, war Schlange stehen. Man musste überall Schlange stehen nach einem Visum oder wie das hieß. Irgendwas musste in den Personalausweis geklebt werden. Dazu musste man zur Polizei, da standen endlose Schlangen. Dann musste man zur Sparkasse, um sich 15 Mark in 15 Mark West umzutauschen. Dann stand man nach Zugtickets am Bahnhof an und dann stand man nach Begrüßungsgeld an. Und also irgendwie stand man ständig in irgendwelchen Schlangen. Und das Interessante war aber, dass das irgendwie anders war, als sonst in Schlange zu stehen, sondern dass man irgendwie alle waren so ein bisschen euphorisiert natürlich und in Erwartung dessen, was man da so erleben würde. Ich glaube, zuerst gab es tatsächlich so ein euphorisierendes Moment, dass man so gedacht hat, alles neu macht der Mai und jetzt holen wir uns mal die neuen Errungenschaften sozusagen, das, was der Westen uns angepriesen hat. Das holen wir uns jetzt so schnell wie es geht ins Haus. Und es war relativ schnell, zumindest was diese Konsumseite anging, Ernüchterung da, weil halt klar war, mit 100 €, 100 Mark Begrüßungsgeld wird man da jetzt nicht die großen Sprünge machen. Und gerade für die Leute, die jetzt nicht weg wollten, die nicht ausreisen wollten, war ja klar, irgendwie muss das Leben zu Hause weitergehen. Vielleicht auch deshalb natürlich der Ruf nach Währungsunion, vielleicht der Ruf nach Wiedervereinigung, sich nicht abgehängt zu fühlen. Ich habe das als eine Spaltung erlebt, sozusagen. Bis dahin, dass eben Leute, die vorher sich also gut verstanden haben, die vielleicht auch ein gemeinsames Ziel hatten, zu sagen, wir wollen diesen Stillstand in der DDR überwinden, wir wollen die Beschränkung überwinden. Dass die sich plötzlich eben nicht mehr grün waren, weil es ganz unterschiedliche Ideen gab, wo man eigentlich hin wollte.